Aber wenn man halt überlegt, so COD hätte so viel mehr aus Warzone an Events, an allgemeinen Sachen machen können. Natürlich, es gab World Series of Warzone, Twitch Rivals immer wieder mal, aber es, irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt, dass nach Verdansk, es gab auf Caldera ein, zwei Events, das war schön und gut. Irgendwie so ein bisschen das Feeling von den ganzen Sachen hat gefehlt. Irgendwie so das ganze Feeling von, okay, das ist jetzt ein Live-Event, hör auf, lass ich. Nein, ist so One-Shot. Irgendwie ist das speziell in Warzone 2, es gibt es einfach nicht so. Es ist einfach Warzone 2, Spiel Al-Masra, Spiel Ashika Island, das war's dann. Ist eigentlich echt schade so, weil wenn man das Ganze vergleicht mit anderen CODs, mit anderen, oder halt speziell mit anderen Games, die auch so ein bisschen in die Richtung gehen. Ist es schade. Das Problem ist halt, der Shop läuft so gut, dass sie irgendwas ändern müssen. Das ist halt das Problem. Auf gut Glück. Alles tut weh. Komm her. Oh, okay. Also man muss halt sagen, Fortnite hat, was Live-Events angeht, die Messlatte halt geisteskrank hochgesetzt. Wenn du überlegst, irgendwie Travis Scott Live-Events, alles mögliche Live-Events und so ein Stuff. Live-Konzerte, alles. Was halt insane ist, wenn man drüber nachdenkt. Und COD, das letzte Live-Event, was mir so wirklich Feelings. Boah, er war zu weit unten, ich habe ihn nicht gesehen. Was mir so wirklich Feelings gegeben hat, war das Reveal-Event von. Ich glaube, es war das Vanguard-Reveal-Event. Mit den ganzen. Mit dem Zug und mit den ganzen anderen Sachen. Das war cool irgendwie. Da gibt es irgendwie viel zu wenig, was COD angeht, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Problem ist halt auch so ein bisschen so dieses klassische 6 gegen 6 Multiplayer-Zeitalter. Es ist halt einfach vorbei. Irgendwann hat halt jeder das Gefühl tot gegrindet. So, es kann Spaß machen, hat man bei XDefiant gesehen. Aber das. Ja, MW2 ist eigentlich auch nice, speziell so für den Ranked-Modus. Aber irgendwie an sich. Ja, man spielt halt. Man spielt es wirklich. Die meisten spielen es halt wirklich nur noch, wenn man irgendwie Waffen levelt oder so. Problem ist natürlich, mittlerweile COD ist so ein Riesenkonzern, die müssen natürlich auch in Anführungszeichen an Geld denken. Es ist halt oft einfach traurig, wenn du siehst, was man noch mehr rausholen könnte. Es gab die Caldera-Zeit und in der ganzen Zeit, es gab keine richtige Konkurrenz, was ein Battle Royale in die Richtung angeht. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich dachte, du bist tot, hallo? Was war da los? Selbst wenn XDefiant einen guten Multiplayer rausbringt, es wird halt Warzone auch an sich nicht irgendwie retten. Was halt eigentlich auch echt schade ist, wenn man halt überlegt, dass Al-Masra eine wirklich coole Map ist an sich. Aber irgendwie so, es fehlen wichtige Updates, es fehlen wichtige Sachen, Movement ist ein bisschen. Das ganze Game ist halt einfach zu camperfreundlich aufgebaut. Das war halt auch von Anfang an schon so. Natürlich, es soll sich abgrenzen, so radikal eine Änderung vorzunehmen von Warzone 1 und Warzone 2. Was das Movement angeht, ist halt schon insane. Ich glaube, das hat es auch irgendwie so ein bisschen im Großen und Ganzen auch teilweise ausgemacht. Ja. Intervention gefällt mir ganz gut. Ich treffe zwar den Kopf noch nicht so gut. Was jetzt? Ist er gerade auf den Boden aufgeklatscht? Ich glaube schon. Und auch dieses Jahr, wir werden ja Modern Warfare 3 in Anführungszeichen bekommen. Was auch so ein bisschen wahrscheinlich so in Richtung Remake gehen wird. Was cool sein wird. Modern Warfare 3, eine meiner Lieblings-CODs. Mal gucken, wie sie das da umgesetzt bekommen. Kann sein, dass ich tot bin. Eigentlich ist es halt auch irgendwie so ein bisschen traurig, wenn ursprünglich geplant war, dieses Jahr kommt überhaupt kein COD, damit man sich auf das nächste COD, was kommt, komplett vorbereiten kann und wirklich da den Fokus reinstecken kann. Aber nein, du klaust jetzt nicht meinen Kill, Bro. Zu knapp.
knapp. Da hat es eventuell gescheppert. Ich wusste es doch. So. Ich bin gar nicht so unzufrieden mit meinen Snipes. Ich bin der schlechteste Sniper, so gefühlt. Nein. Ich bin wirklich der maximal schlechte Sniper. Ich habe alles, ich nehme alles zurück. Es tut alles weh. Es tut wirklich alles weh. Oh. Oh. Wirklich, ich lass los. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, dass ich so schlecht im Snipen bin. Keine Ahnung. Wird auch ein bodenloser Cross, by the way, jetzt. Aber ja, wie gesagt, COD Ranked ist wirklich sehr cool, muss man sagen. Ranked ist wirklich sehr cool. Problem ist halt, es ist in meinen Augen schon so ein bisschen zu spät für Ranked. Dass halt Ranked komplett einschlagen würde. Die Leute haben viel zu früh schon die Lust an Warzone verloren. Und es lag halt auch einfach an COD, muss man sagen. Er ist auch tot. Ah, alles gut. Alles gut. Ich glaube, das wird eine Season jetzt auch krachen tatsächlich. Aber ich sehe es halt relativ ähnlich wie in Modern Warfare 2. Er macht, by the way, wirklich die schlechtesten Cross. Er crosst so, dass er wirklich selber die ganze Zeit in Schwierigkeiten kommt. Modern Warfare 2 Ranked, es war unnormal nice. Hat sehr viel Spaß gemacht. Eine Season lang. Aber die Frage ist, wie wird sich das in Warzone halten? Sehr unlucky. Sehr, sehr unlucky. Es kommt halt auf den Content an. Wenn man sich anguckt, was in Modern Warfare 2 als Content dazugekommen ist, ist es halt wirklich, die neue Tarnung ist shit. Man bekommt dieselben Visitenkarten. 16 Kills, der Mann ist cracked. Man bekommt dieselben Visitenkarten gefühlt, ein paar neue Anhänger, was jetzt okay ist. Aber es gibt halt nicht mehr so dieses Belohnungsgefühl. Aber wie gesagt, mal gucken, wie das weitergeht. Der Mann macht die Plays. Warte, was? Er hatte sich eigentlich eine Drohne, obwohl der Shop war, glaube ich, zu wegen der. Er könnte die 17er Bombe droppen. Come on. Er hat halt so ein Glück. Ich weiß nicht, wie viel Gasmaske er noch hat. Ich glaube gar nichts. Oh. Er spielt auch die neue Pistol. Actually ist sie auch wirklich sehr nice. Er versucht wirklich maximal defensive. Nein. Er stunt ihn einfach. SOD. Hör auf. Lass los. Der Arme. Nein. Nein. GG's. Der Arme. Der Arme. Man muss halt sagen, also es gab, wie gesagt, die letzten Updates. MW2 in Warzone 2 ist besser als ich. Auch wenn man so ein bisschen, wenn man wirklich drüber nachdenkt, dass fucking MW2 contentmäßig so viel weniger Content teilweise bekommt als Warzone, was Free-to-Play ist. Und du hast also ungefähr bei Release wahrscheinlich 60, 70 Euro ausgegeben, mindestens für MW2. Contentmäßig muss man halt sagen, ist es, was Multiplayer angeht, schon schwach. Aber naja. Mal gucken. Mal gucken. Bin gespannt. Habe ich jetzt auch gefühlt 10.000 Mal gesagt, aber.